Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Transformers Aufstieg der Bestien. In diesem Film geht es um einen alten Kampf, der schon früh auf der Erde ausgetragen wurde. Und zwar die Maximals und ihr Anführer Optimus Primal und die Terrorcons mit ihrem Anführer Scourge. Die kämpften um ein Artefakt, nämlich den Transwarp-Schlüssel. Und die Maximals haben dieses Artefakt an sich reißen können und haben es über viele Jahrhunderte vor den Augen der Welt verstecken können, bis durch einen archäologischen Fund der Transwarp-Schlüssel oder zumindest ein Teil davon wieder ans Licht gekommen ist. Und das wollten natürlich die Terrorcons wieder an sich reißen, dieses Teil, um ihren Meister Unicron von dem Ort im Weltall, wo er gerade verweilt, zur Erde zu holen. Aber da haben natürlich auch unsere Freunde, die Autobots, natürlich was dagegen, denn die wissen auch von diesem Transwarp-Schlüssel. Und allesamt versuchen natürlich die Terrorcons daran zu hindern, um den Schaden, den Unicron anrichten könnte, abzuwenden. Aber es gibt ein großes Hin und Her und es gibt jede Menge kaputtes Zeug, um die Menschen zu schützen. Ja, so viel kann man da ungefähr das zusammenfassen, denn so viel Story hat der Film tatsächlich jetzt nicht. Der Film hat viel Licht, aber auch extrem viel Schatten, muss ich sagen. Aber kommen wir erstmal zu den guten Sachen. Also, ich sage mal, dass dieser Film rein vom optischen her mir tatsächlich mit am besten gefällt, weil die meisten Transformer sehen wirklich gut aus. Und nicht so wie die Schrottplatz-Transformers, die man bei den Michael Bay-Filmen gesehen hat. Ja, ich sag das so, weil die sahen für mich aus wie aus dem Schrottplatz zusammengewürfelt. Die sahen nicht gut aus. Und ich finde, man kann es ganz gut zum Beispiel an Optimus Prime heraussehen. Den fand ich bei den Michael Bay-Filmen, fand ich nicht gut. Und ich habe mich so gefreut, als ich die ersten Minuten von den Bumblebee-Filmen damals gesehen habe, wie gut Optimus Prime da aussah. Das hat mir richtig gut gefallen. Und auch die anderen Transformers, die dort waren, wie zum Beispiel RC, fand ich richtig toll. Also die sah richtig gut aus. Genauso wie Mirage. Mirage hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, es gibt auch so ein paar, die mir nicht so gut gefallen haben. Da komme ich nachher nochmal zu. Aber auch die Maximals, Optimus Primal. Ja, so muss der aussehen. Genauso wie Cheetor und Rhinox. Genauso mussten die Maximals aussehen. Genauso. Das war absolut auf den Punkt gebracht. Genauso mussten die aussehen. Das hätte ich mir bei den Michael Bay-Filmen schon gewünscht, dass die so aussehen. Bei den Michael Bay-Filmen sahen die aus wie aus einem Schrottplatz zusammengebastelt, ey. Absolut scheiße fand ich die. Was auch gut war, dass ich fand sogar die menschlichen Charaktere, allen voran Noah Diaz, der gespielt wird von Anthony Ramos. Boah, der hat manchmal richtig krasse Sprüche rausgehauen, ey. Der hat sich sogar von Optimus Prime, hat er sich sogar nichts sagen lassen, eine Zeit lang. Also fand ich schon krass, ey. Und auch Eleanor Wallace, die Archäologin, gespielt von Dominique Fischbeck. Ey, ja, die hat mir auch ganz gut gefallen. Auch, wie gesagt, auch wenn ich fand es gut, dass sie da jetzt nicht so viele Menschen reingebaut haben. Denn brauche ich nicht. Brauche ich einfach nicht. Ganz ehrlich, also hätte ich jetzt echt nicht gebraucht und von daher, nee. Ja, was auch so ganz cool fand, also man hat Unicron auch sehr gut dargestellt. Der sah auch richtig gut aus. Auch wenn er sich da bisher noch nicht transformiert hat. Aber er sah trotzdem aus, wie man sich Unicron vorstellen könnte. Aber ja, das waren wirklich schon so die positiven Aspekte. Das war das Licht, jetzt kommen wir zum Schatten. Es gab auch wieder so ein paar Schrottplatz-Transformers.
Allen voran fand ich jetzt zum Beispiel die Bösen, die sahen echt kacke aus, bis auf Unicron. Zum Beispiel Scourge. Oh, der sah absolut gar nicht nach Scourge aus. Nightbird, nee, hatte ich jetzt auch nicht so Bock drauf gehabt. Also das waren wirklich wieder diese Schrottplatz-Transformers à la Michael Bay. Was mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat, man hat da so viele Story-Elemente aus verschiedensten Transformers-Sachen zusammengewürfelt und dann hat man hinterher noch Sachen falsch gemacht. Also man hat jetzt Sachen von den Beast Wars, Schrägstrich Beast Machines genommen. Man hat was aus G1 genommen. Aus den G1 Zeichentrickfilm hat man noch was genommen. Und dann hat man noch was Eigenes dazu geballert. Das hat man alles in einen Mixer reingepackt, alles in eine Schüssel gepackt, bisschen rumgerührt wie beim Kuchen. Und ja, dann kam dieser Film jetzt raus. Denn die Terrorcons war nicht das, was wir im Film gesehen haben. Die Terrorcons waren eine Gruppe, beziehungsweise so eine Splittergruppe von den Decepticons. Und die konnten sich auch in so einen riesengroßen Roboter verwandeln. So wie man das zum Beispiel bei Devastator und von den Constructicons kannte, damals von früher. Nicht den Devastator und die Constructicons, die man bei Transformers in den zweiten Film gesehen hat. Das war auch wieder so Müll gewesen, den Michael Bay da reingepackt hat. Das war nicht das, was man kannte. Sondern die waren, glaube ich, zu fünft oder zu sechs, wenn ich mich nicht richtig irre. Und ja, sahen komplett anders aus. Und Scourge war eigentlich Handlanger von Megatron gewesen. In der Originalserie. Und da war der auf einmal ein Anführer. Wieso, warum, wo Megatron war, ich habe keine Ahnung. Also das passte alles wieder hinten und vorne nicht zusammen. Das, was man wirklich noch mit am besten gemacht hat, dass man die Maximals und die Autobots da so reingepackt, das war ja noch okay. Aber da haben die ja komplett drei verschiedene Sachen in einen Topf geworfen. Schön rumgerührt und dann kam dieser Film raus, wie ich schon sagte, und ja, nee. Huiuiuiuiui, also, und auch, was mir auch nicht so gut gefallen hat, war jetzt bei die Synchronsprecherin von RC, das war Sophia Flörsch. Die fand ich von der Synchron nicht so gut, weil an manchen Stellen, wo richtig viel Action teilweise war, hat die mir noch so ein bisschen zu cool bzw. zu emotionslos geklungen. Ja, da müsste man, wenn sie nochmal die Synchronrolle dafür übernimmt, vielleicht nochmal ein bisschen auf die Feinheiten achten. Während ich zum Beispiel mit den anderen Synchronsprecher, Rainer Schöne zum Beispiel als Optimus Prime, super. Oder Lukas Wecker als Mirage, tipptopp. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, auch dieser Thorsten Michaelis als Unicron. Ja, und Cheeto wurde tatsächlich von Echo Fresh gesprochen. Hat aber wirklich gut gepasst, muss ich sagen. Also das hat mir echt gut gefallen. Das passte soweit ganz gut. Aber dann hat man noch so einen Maximal namens Eraser erfunden, den auch kein Mensch eigentlich gebraucht hat. Der war bei den Beast Wars und Beast Machines Serie, wüsste ich nicht, dass es den gegeben hat. Dafür hat man dann aber, ich weiß jetzt gerade, komme jetzt nicht auf den Namen, aber bei den Maximals gab es noch so eine Ratte. Und ja, warum hat man nicht die Maximals gegen die Decepticons von den, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie die hießen, Predacons waren das, glaube ich. Von den Beast Wars, die Gegenspieler. Warum hat man nicht die mit da reingepackt auch, ey? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen hatten die Decepticons konnten auf einmal so irgendwelche Drohnen da aus ihrem Körper schießen, die dann auch noch irgendwas gemacht haben, so wie dieses kleine komische Viech da aus Transformers 1 da, diese komische Drohne da. Weiß ich nicht, habe ich nicht gebraucht, ganz ehrlich.
Also, boah, war teilweise, also wenn man Transformers-Fan ist, ist das teilweise echt schwer, sich das anzugucken. Wenn man aber jetzt kein Transformers-Fan ist oder beziehungsweise nur die Filme gesehen hat und die Hintergründe da vollkommen egal sind und man einfach nur sich den Film anguckt, Popcorn-Kino haben möchte, ja, dann ist der Film natürlich tippitoppi. Weil dann guckt man nämlich nicht so auf Details oder so oder manche Sachen sind dann einfach gar nicht bewusst. Dann kann man den Film top, tipptopp genießen, überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man jetzt Transformers-Fan ist, so wie ich bin da mit der alten Serie mit aufgewachsen. Und dann man solche Sachen einfach weiß, dann ist das schon ein bisschen problematisch. Also ich finde, man hätte mehr aus den, mehr von dem Team von dem Bumblebee-Film, hätte man mehr reinpacken sollen oder mehr engagieren sollen. Und Michael Bay, den sollen wir einfach komplett rausschmeißen. Den sollen die rausschmeißen, der soll nichts mehr mit Transformers zu tun haben. Der gefällt mir einfach. Wie gesagt, diese Schrottplatz-Roboter-Designs, die wir da bei den Terrorcons hatten, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob er da das okay gibt oder nicht okay gibt, aber weg. Dann nehmen wir lieber die Leute, die über den Bumblebee gemacht haben, den Bumblebee-Film gemacht haben und die Roboter-Designs von dem Bumblebee-Film gemacht haben, weil die haben einen guten Job gemacht. Da sahen die Transformers so aus, wie sie aussehen sollten. Und nicht diese Schrottplatz-Transformers. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, ey. Echt, das geht mir langsam sowas von auf den Nerv, wenn man so ein geiles Franchise mit so einer Kacke immer da spicken muss. Weiß ich nicht. Okay, Bumblebee ist vielleicht irgendwie nicht an den Kinokassen gut angekommen. Aber ich glaube, das kommt, weil die letzten sechs Transformers-Filme davor langsam einfach alle für die Tonne waren. Oder fünf Transformers-Filme für die Tonne waren. Nach und nach immer mehr. Am Anfang war es ja noch cool, sich das anzugucken mit den Transformationen. Wo wir gerade beim Thema sind, Transformation. Ey, warum? Warum zur Hölle haben die Transformers zum Verwandeln bzw. zum Transformieren nicht diesen alten Transformers-Sound, sondern man packt diesen Transformers-Sound daran, wenn Mirage einen Gang hoch und einen Gang runter schaltet mit der Gangschaltung. Warum? Warum zur Hölle macht man das denn? Das ist doch absoluter Quatsch, ey. Dann gibt den Transformers ihren alten Transformers-Verwandlungssound. Das hört sich dann wenigstens noch geil an. Man hat dann gleich auch nochmal so einen kleinen Trigger aus der Kindheit mit da drin. Aber macht doch nicht so eine Scheiße, ey. Leute. Das muss doch alles einfach nicht sein. Macht doch einfach mal, guckt euch die alten Serien an, wenn ihr was aus den alten Serien nehmen wollt. Und gebt nicht einfach irgendwelchen Figuren irgendwelche Namen, obwohl die gar nicht die Figuren sind, beziehungsweise überhaupt gar nicht niemals den Namen getragen haben. Scourge war niemals ein Terrorcon gewesen. Punkt. Scourge war ein Decepticon, der zu Galvatron gehört hat. Punkt. Und wo war Galvatron? Da hätte man doch schon wieder ganz. Da hätte man doch ein bisschen was aus den Zeichentrickfilmen aus den 80ern nehmen können. Warum hat man es nicht gemacht? Wenn man schon Sachen da rausnimmt, dann sollte man doch wenigstens so ein bisschen die Geschichte auch ein bisschen vernünftig und akkurat erzählen. Sorry, aber das sind wirklich absolute Schattenmomente von den Transformers-Filmen, an denen absolut dringendst mal gearbeitet werden muss. Echt, also ich hab den Trailer gesehen, habe gesagt, ja cool, Maximals sehen cool aus, die Autobots, die sehen cool aus. Okay, außer Wheeljack, den habe ich bei Bumblebee so gefeiert, weil der da wirklich so cool aussah. Und wie sah der jetzt bei dem neuen Film aus? Er sah wie ein Schrottplatz-Transformer aus. Einfach nur Kacke. Und dann haben sie noch so einen neuen Transformer da reingebaut, einen neuen Autobot da reingebaut, den wüsste ich nicht, dass es den gegeben hat, nämlich Stratosphere. Das war auch so ein Abklatsch von den in die Jahre gekommenen, ach, wie hieß er nochmal, aus dem zweiten Teil, Jetfire, genau, aus dem zweiten Teil Jetfire, der auch so fast auseinandergefallen ist und so. Nein, habe ich nicht gebraucht.
Der hätte vielleicht lieber so ein Omega Supreme vielleicht gehabt oder ein Skylinks drin gehabt. Das wäre viel cooler gewesen. Ne? Wären sie mit dem ein bisschen rumgereist. Das wäre cooler gewesen. Und nicht irgendwie so ein Teil, den kein Mensch gebraucht hat. Das hat in anderen Teilen auch schon gestört. Da werden einfach irgendwelche Transformers erfunden, die es überhaupt nicht gegeben hat. Dabei gab es bei den alten Transformers-Serien so viele Transformers-Charaktere, die so geil in einem Film zu integrieren wären. Und man macht es einfach nicht. Man erfindet einfach irgendeinen Quatsch. Ja, jetzt glaube ich, habe ich mich langsam genug in Rage geredet. Welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also der Film hat viel Licht und auch viel Schatten. Es gibt viele Dinge, die sollte man in den nächsten Filmen ausbauen. Und es gibt Sachen, da sollte man mal langsam dringendst mal etwas ändern. Es gibt, wie gesagt, man sollte da mehr sich an die Bumblebee-Sachen halten. Das waren gute Ansätze. Die waren zwar auch nicht alle perfekt gewesen, aber das waren gute Ansätze. Da muss man vielleicht mit den Leuten, gerade die Roboter-Designs gemacht haben, mit denen sollte man reden und mit denen sollte man viel enger zusammenarbeiten, weil die haben die Transformers so aussehen lassen, wie sie aussehen sollten. Da kannst du den ganzen Schrottplatz-Transformers von Michael Bay kannst du dann alle vergessen. Die kannst du alle in eine Tonne treten, braucht kein Mensch. Man hat da wirklich tolle Leute gehabt, die tolle Roboter-Designs gemacht haben. Perfekt. Holt euch die Leute wieder ran und lasst sie das machen, was sie machen sollen. Und nicht das, was vielleicht irgendjemand meint, was toll aussieht. Denn das tut es meistens nicht. Ja, so ungefähr kann man das zusammenfassen. Ja, die Story ist halt wild zusammengewürfelt aus drei verschiedenen Sachen. Ja, man hat daraus ein gutes Popcorn-Kino gemacht und so. Aber wie gesagt, da gibt es große Baustellen, an die da wirklich jetzt mal angepackt werden sollte, meiner Meinung nach. Und somit gebe ich den Film zwischen 3 und 4 Totenköpfen. Denn als für Popcorn-Kino ist der super geeignet, wenn man die ganze Geschichte von den Transformers oder so oder die Serien und so nicht gesehen hat, dann ist das wirklich gut. Aber wenn man so die ganzen Hintergründe kennt, dann fällt er auf 3 Sterne, auf 3 Totenköpfe mindestens zurück. Könnte sogar noch weniger werden, wenn es einen noch mehr stört als mich. Ja, das war die Filmbewertung von Transformers Aufstieg der Bestien. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann gebt doch mal den Abo-Button doch mal einen mit und den Like-Button doch am besten auch mal einen mit. Und schaut auch mal in meine Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, durch die ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.